Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, sechster und für heute voraussichtlich letzter Teil. Ich habe mir dabei etwas gedacht, warum ich zur Leasing hinuntergegangen bin. Ich hoffe, du hörst meine Stimme. Den Schirm habe ich jetzt wieder zusammengepackt. Der ist da hier in der Tasche drinnen. Und warum die Leasing? Was ist hier geschehen? Wir sehen hier eine Rücknahme von Regulierung. Über viele Jahrzehnte hinweg war die Leasing in einem geraden, betonierten Bachbett gefangen. Also das heißt, das war wirklich wie ein Abfluss, ein offenes Abflussrohr, kann man sagen, oder eine Rohrhälfte. Das heißt, das Wasser einfach nur auf direkten, geraden Weg einfach nur loswerden, weg damit. Ja? Das war, glaube ich, damals in der K&K-Zeit groß in Mode, alles zu regulieren, alles sozusagen der staatlichen Kontrolle zu unterstellen, beziehungsweise dem patriarchalischen Prinzip. Und hier wurde quasi dieser Bach, kann man sagen, ja, weil Fluss ist ein bisschen verwegen, aber dieser Bach wurde jetzt wieder von diesem Korsett befreit und darf jetzt wieder freier fließen. Das heißt, er macht das dann auch in lauter Mäandern, also das heißt in einer Anzahl verschiedener Schleifen und Kurven, wenn man das so sagen möchte, und er macht das frei, also das heißt, man hat da sich den Bach einfach entfalten lassen. Naja, und jetzt haben wir hier natürlich eine interessante Entdeckung, was natürlich auch mit Partnerschaft zusammenhängt. Ja? Wir hatten vorher den regulierten Abfluss, ja. Also alles streng nach Vorschrift, ganz genau. Keine Lebewesen. Am liebsten wurde dort auch immer alles abgemäht. Das heißt, immer wenn ein Pflänzchen hochgewachsen ist, kam die Stadtgärtnerei und hat natürlich sofort alles weggeknattert. Logisch, ja. Weil das stört ja die Wüstenharmonie. Und jetzt? Naja, jetzt ist hier überall Leben drinnen. Es sind hier auch Fische drinnen. Es sind auch Flusskrebse drin und das heißt, hier tut sich auf einmal sehr, sehr viel. Ja? Und hier gibt es genug versteckte Plätzchen. Wir haben Reiher bereits hier gesehen, glaube ich, habe ich ein Video gezeigt, zumindest einen Reiher haben wir hier. Dann Enten jede Menge, logischerweise auch Kröten, Frösche etc. Aber das heißt, das Leben kommt jetzt wieder zurück, wenn man einfach die Kontrolle weglässt. Also ohne Kontrolle funktioniert das, was man Leben bezeichnen würde. Und es ist eine wunderbare Vielfalt an Leben. Und das Spannende ist, dass man uns in den letzten Jahren sozusagen Takatuka-Land als das große Ende jeglicher Kontrollmaßnahmen verkauft hat. Und es war natürlich richtig, eine Mogelpackung. Das heißt, Al Gore kann das viel besser erklären. Ich glaube, sein legendärer Film hat gelautet, ein Inconvenient Lie, also eine unbequeme Lüge, und ich glaube, besser kann man einen Titel gar nicht wählen, weil er genau das beschreibt, um was es geht, um einen riesengroßen Betrug. Das heißt, man hat sich hier das grüne Mäntelchen umgeworfen und meint sozusagen, dass wir für alle Zeiten auf diesen Schmäh hineinfallen. Aber wie wir sehen, funktioniert nur dann, wenn es tatsächlich gemacht wird. Also das heißt, das Aufheben von Regulierungen, das Aufheben von Vorschriften, das rückgängig machen. Und hier sehen wir schon jetzt wieder die Relikte der Regulierung. Also das heißt, hier kann sein, dass wir dann jetzt auf einen Abschnitt stoßen, wo dann wieder die alte Leasing zum Vorschein kommt. Also das heißt, nicht die ganz alte, sondern die regulierte. Und dort ist das Leben dann auch natürlich stark eingeschränkt. Und ähnlich verhält es sich auch in Partnerschaften. Frauen haben eine gewaltige Intuition, welche Männer nicht haben. Männer haben aber so immer die Eigenschaft, Recht haben zu wollen und erkennen oft wenn auch nicht gerne, wenn sie ehrlich zu sich selber sind, dass meistens die Frauen tatsächlich recht haben. Ja, so wie hier. Hier sieht man es noch, so hat die Leasing ausgesehen. Komplett reguliert, einfach nur ein
pfeilgerader Kanal und das widerspricht natürlich der Natur in jeder Beziehung. Bachläufe müssen natürlich von der Energie her überschattet werden, weil der Schatten der Pflanzen verhindert ein Aufheizen des Wassers und solange Wasser kühl ist, ist es die beste Basis für Leben. Sobald Wasser warm wird, ist es eigentlich tot. Ja? Also ganz spannend. Lebendes Wasser ist immer kalt oder kühl. Naja, und... Aha. Da geht es jetzt zur Endstation 60er. Ja, genau. Da hätten wir uns heute treffen sollen, aber ich rechne mit weiteren stärkeren Regenfällen. Das männliche Denken ist sozusagen die Beschränkung. Ja? Also das da ist das zu Beton gewordene männliche Denken. Ja? Kontrolle. Zweidimensionales Denken. Also das heißt, hier kantig, funktionell, hässlich. Ja? Und hier ist sozusagen das weibliche Prinzip. Hier haben wir einen schönen Kontrast. Das männliche, kantige, ja, schaut aus wie eine Pyramide da, gell? Schaut wirklich aus wie eine Pyramide. Und hier ist eben das weibliche Prinzip. Leben wird hervorgebracht, wenn diese beiden Prinzipien in Harmonie miteinander zusammenarbeiten dürfen, wobei beide Prinzipien einander kennen sollten. Ja? Also das heißt, dass man sich auch gegenseitig achten und schätzen kann. Und natürlich im gegenseitigen Bereich stößt man dann auch immer wieder auf die eigenen Defizite beziehungsweise versucht, jene Strategien umzusetzen, die man eben über viele Jahre gewohnt war. Partnerschaft bedeutet auch sozusagen das Aufgeben von eigenen Positionen, gar keine Frage. Ja, jetzt sind wir hier bereits in den Bereich des alten Bachbettes vorgedrungen. Also hier siehst du jetzt den Kontrast, würde ich sagen, deutlich. Das ist das alte regulierte Bachbett. Vielleicht wird das dann auch beseitigt, wäre sehr schön. So hat es früher ausgesehen. Hier wurde dann auch immer alles abgemäht, also Bäume oder was auch immer, wurden beseitigt. Und hier konnte man dann halt kilometerlang auf diesen Steinplatten gehen. Mit riesengroßem Aufwand wurde hier natürlich, ja, natürlich, ich vermute, dass das natürlich nicht so eine bescheidene Landschaft war, sondern dass es eine riesige Aulandschaft war. Und damals war die Regulierung aus verständlichen Gründen, ja. Aus verständlichen Gründen wahrscheinlich auch nötig, ja, weil die Menschen unter diesen ständigen Überschwemmungen auch gelitten haben. Das muss man auch aus dem zeitlichen Kontext her erfassen. Da wurden wahrscheinlich dann Baugründe geschaffen und Leute konnten dann auf diesem regulierten Augebiet quasi oder entwässerten Augebiet ihre Häuser bauen. Also das heißt, wir wissen, dass in Vorzeit waren hier überall, ja, riesengroße Sumpfgebiete, riesengroße Augebiete. Die Gegend heißt ja auch hier Rotauen, also das heißt die Au an der Straße. Rotau, ja, Rotauen. Auch hier, wie gesagt, das Zusammenwirken weiblich-männlich. Das weibliche sozusagen Prinzip gestattet Leben bis zu einem gewissen Ausmaß. Also das heißt, ein Lebensraum kann nur eine gewisse Anzahl an Spezies quasi ernähren. Eben was, wie man früher so schön gesagt hat, was der Boden oder noch archaischer, was der Wald hergibt. Wenn nicht mehr ist, kann man auch nicht mehr machen. Das männliche Denken hat eben gesagt, gut, wenn wir das alles hier roden, dann können wir hier Felder anlegen. Wenn wir Felder anlegen, dann können wir eine größere Anzahl von Menschen ernähren. Kurz ist ja schon lang vorbei, auf einen geringen Zeitraum bezogen, ein interessanter Gedankengang. Aber auf einen längeren Zeitraum, ich möchte das Modewort Nachhaltigkeit unter allen Umständen vermeiden, ja, weil ich mag diese
Pseudo-Begriffe nicht. Ja? Aber auf einen längeren Zeitraum betrachtet ist es natürlich fatal. Fatal. Ich kann mich noch gut erinnern, war eine sehr interessante Sendung damals von Holmer von Dittfurt, wo er sozusagen aufgezeigt hat, ein Entwicklungshilfemodell auf 50 Jahre berechnet. Und da war eine Ortschaft, die hatte, ich glaube, um die 50 Einwohner. Das wurde dann mit Entwicklungshilfe, glaube ich, auf ein Vielfaches aufgeblasen. Fazit war, dass nach Jahrzehnten der Entwicklungshilfe diese Gegend dann unbewohnbar war, weil alles verwüstet wurde, weil alle Ressourcen in Rekordtempo ausgebeutet wurden und man dann eben für eine bescheidene Bevölkerung den Lebensraum für Jahrtausende gestohlen hat oder Jahrhunderte gestohlen hat, eben um schnell mal sozusagen wenigen Menschen ein Dasein zu ermöglichen. Gut, ich würde sagen, läuft alles irgendwie eigenartig. Ich möchte einen siebten Teil machen. Ich würde sagen, wir alle haben beide Anteile in uns, männlich und weiblich. Wir alle sind sozusagen polare Wesenheiten, welche sozusagen die Einheit in sich selber finden sollen. Derjenige, der sehr denklastig ist, oder diejenige, sollte verstärkt versuchen, auch in echte Gefühle zu gehen. Umgekehrt, wer zu gefühlsbetont ist, zu gefühlsintensiv ist, sollte auch lernen, sich auf bestimmte Gedankengänge zum Beispiel konzentrieren zu können oder nachvollziehen zu können. Ja? Und als Schlüssel quasi die Einheit in sich selbst finden. Und interessant ist, dass komplette Menschen, die beides in sich vereinen, ja, eine unheimlich starke Ausstrahlung haben. Und natürlich wirkt das auf andere Menschen auch attraktiv, gar keine Frage. Heute, wenn du kannst, 19.50 Uhr, wieder ein wenig visualisieren. Und zwar, du weißt, im Osten schaut es sehr danach aus, es schaut wirklich sehr danach aus, als würde es nicht mehr allzu lange dauern. Das geht bald zu Ende und ich glaube, da haben wir auch einen guten Beitrag dazu geleistet. Das zweite, wie gesagt, ganz wichtig, Heilmittel sind sehr, sehr effektiv und am effektivsten sind sie, wenn der mentale Bedarf geschaffen wird, mentalen Druck erzeugt man, wenn man glückliche, zufriedene, freudige Menschen sieht, ganz wichtig. Ich hoffe, du hörst mich noch. Ich halte die Hand verzweifelt vor das Mikrofon. Ja? Ja, hier bin ich ein bisschen geschützt. Ja, es ist ein sehr schöner Platz hier. Wunderschöner Baum. Gute Aussichten sozusagen. Ja, und vielleicht wird das hier dann auch dereguliert, also das heißt, dass sich hier auch die Natur wunderschön entfalten kann und dass dann auch hier Lebensraum für Zehntausende, Hunderttausende Lebewesen entstehen wird. Man wird schauen, wie sich das alles dann weiterentwickelt. Und unser wichtigstes Projekt, habe ich auch, glaube ich, in den letzten Tagen wieder angesprochen, deine Entwicklung, deine Zufriedenheit, deine Freude, dass du in die Harmonie gehst, dass du in die Freude gehst, dass du einfach auch jene Wünsche oder Träume zu träumen wagst, welche du sozusagen vielleicht schon vergessen hast, ja? Vielleicht schon vergessen hast und jetzt einfach sagst, mein Leben ist dazu da, um sozusagen mich selber in einen freudigen, angenehmen Zustand zu bringen. Du bist nicht dafür da, um andere glücklich zu machen, sondern deine Hauptaufgabe bist du selber. Dein wichtigstes Projekt, das bist du selber. In dem Sinne, einen großartigen Dienstag und wenn du kannst, ja, wie gesagt, ich habe heute leider absagen müssen wegen der Wettervorhersage, aber schauen wir mal, wie es wird. Aber trotzdem, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, ein bisschen hinauszugehen, ein bisschen was zu tun und dir Freude damit zu machen, dann bitte mach das. Alles Liebe, dein Astrowolf. Ende.